Szenen aus russischen Fußballstadien. Wenn Hooligans verfeindeter Mannschaften hier aufeinandertreffen, gerät das Spiel häufig zur Nebensache. Aggressive Ekstase, rechtes Gedankengut, blinde Gewalt. Mit Fußball hat das oft nichts mehr zu tun. Ich bin kein Hooligan. Ich bin in erster Linie Krieger. Seit den Fan-Exzessen bei der EM 2016 sind russische Hooligans auch im Rest der Welt gefürchtet. Etwa 200 durchtrainierte Russen fallen in Marseille über rund 1000 Engländer her. Randale, die in Moskau viele stolz macht. Die Engländer haben mir nach den Zusammenstößen geschrieben. Sie waren baff. Anstatt die Russen einzuschüchtern und fertig zu machen, sind ihre Landsleute einfach nur abgehauen. Sie haben sich schlicht verpisst. An Nachwuchs mangelt es den Hooligan-Gangs nicht. Wer beim Kräftemessen entschlossen zur Sache geht, hat gute Chancen, in eine der großen Hool-Gruppen aufgenommen zu werden. Die jungen Männer wollen unerkannt bleiben. Wir filmen das Ganze, um zu analysieren. Wer ist schon eine Kampfmaschine? Bereit, bis zum Ende zu gehen? Und wer braucht noch Zeit? Die Hooligans sind kampfbereit, doch die Staatsmacht hält dagegen. Schlagzeilen über Fan-Exzesse sind zur WM unerwünscht. Polizei! Was läuft denn hier? Moskau. In dieser alten Fabrikhalle treffen sich heute die Hauptstadt-Hooligans zu einem Ska-Festival. Die Musik ist in der Szene populär. Mit dabei Vadim Sidorov, links im Bild. Der Spartak-Moskau-Anhänger ist eine lebende Hool-Legende. Der Hooliganismus sein Lebenselixier. Mich hält in dieser Bewegung vor allem eines. Das Gefühl, immer noch 25 zu sein. Schon was im Kopf. Kein Kind mehr. Witzig. Und voller Energie. Sein Geld verdient der 48-Jährige als freier Fotograf. Die Hooligan-Größe führt uns durch die Szene. Es spielen gerade Yeshi Fabergé, auf Deutsch Fabergé-Eier. Ihre Texte ultra-rechts. Genauso wie die meisten russischen Hools. Backstage brüstet sich Frontmann Nils mit diesem EM-Shirt. Eurobestie. Eine Verherrlichung der Gewalt von Marseille. Nur Gewalt, nur Hardcore. Dieser Spartak-Fan zeigt stolz Vereinswappen und Nazi-Gruß. Sidorov und Nils sind alte Bekannte. Der Sänger spricht offen aus, was viele in der Hool-Community denken. Wir sind gegen Homosexuelle. Gegen Gay. Und wir akzeptieren keine Fremden, die uns ihre Religion aufzwingen wollen. Ich kann nicht sagen, dass ich rechtsradikal bin und Fremden das Recht abspreche, zu leben. Ich sage aber, dass Fremde uns nicht ihre Kultur und Denkweise aufdrücken dürfen. Das ist schlecht. Auf dem Ska-Festival sind diese Ausschreitungen in Bilbao ein großes Thema. Kurz vor dem Konzert hat es in Spanien am Rande eines Fußballspiels zwischen Athletic Bilbao-Fans und Spartak-Moskau-Anhängern gekracht. Das Stadtzentrum wird zum Schlachtfeld. Ein Polizist erleidet einen Herzinfarkt und stirbt.
сердце ощущение, что скорее не европейцы сейчас больше, чем загнивающий Запад, как мы его здесь называем. Mein Herz sagt, dass wir die größeren Europäer sind als die Leute im faulenden Westen. Раз говорит о том, что столкнулись две политические системы. Bilbao hat gestern den Konflikt zweier Welten illustriert. Auf der einen Seite Athletic Bilbao und seine linken Werte, die uns fremd sind. Und auf der anderen Seite stehen wir und unsere Werte. Traditionelle Familie, gesunder Lebenswandel, gesunde Radikalität und Hooliganismus. Die Hooligan-Bewegung stammt ursprünglich aus England, wo der Begriff für Rowdytum und Gewalt in Fußballstadien seit den 1970er Jahren verbreitet ist. Die stärksten russischen Hooligan-Gangs gehören zu Spartak Moskau, ZSKA Moskau und Zenit St. Petersburg. Bedeutende Hooligan-Gruppen bezeichnen sich selbst als Firma. Eine der größten Firmen ist die Skola von Spartak Moskau. Oft sind die Firmen im Security-Geschäft aktiv. Einige sollen auch mit Drogen und Waffen handeln. Russische Hooligan-Firmen sind straff organisiert. Wer dabei sein will, muss fit sein. In diesem beliebten Boxclub trainieren Manager, Arbeiter, Angestellte und Studenten. Russische Hooligans kommen aus nahezu allen Gesellschaftsschichten. Auch Freunde von Hool-Veteran Vadim Sidorov bereiten sich hier auf kommende Gegner vor. Ich bin schon warm. Passt auf, gleich zeigt das euch. Es geht um Schlagkraft, Schnelligkeit, Kondition und eisernen Willen. Ich habe mir das Knie verdreht, aber gleich geht es wieder. Stopp! Wenn wir ausmachen zu boxen, gibt es keine Rückhandschläge. Ihr müsst mir sagen, was ihr macht. Hooligan-Legende Sidorov lässt sich vom Trainer zu einem kleinen Kräftemessen animieren. Versuch die Kugel so zu heben wie ich. Nein, nein, ich rieche hier einen Hinterhalt. Nimm die Kamera weg. Versuch es. Betest du oder was? Was ist los? Heftig, oder? Ich wirke schwach, doch in mir schlummern krasse Kräfte. Einen Russen können nur zwei Russen besiegen. Auch ein Bär hat gegen einen Russen keine Chance. Nein, ehrlich, die Jungs sind richtig gut. Ich beneide sie um ihre Trainingsmöglichkeiten. In den 80er Jahren waren wir in irgendwelchen dunklen, stinkenden Kellern und haben Gewichte gestemmt. Das hat unserer Gesundheit eher geschadet. In Frankfurt am Main treffen wir am Rande einer Fußballsicherheitskonferenz Professor Gunther Pilz. Der renommierte Fanforscher beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der russischen Hooligan-Szene. Also das sind in erster Linie Leute mit niedrigem Bildungsniveau, die sich ganz stark über ihren Körper definieren, weil das ihr Kapital ist. Und über dieses Kapital, das sie einsetzen, versuchen sie dann auch ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Also es sind Menschen, die über Gewalt im Prinzip ihr eigenes Selbstwertgefühl aufbauen und versuchen, über Gewalt eine positive Identität zu entwickeln. Gewalt, um das Selbstwertgefühl zu steigern. Dieses Phänomen wird bei der EM am 11. Juni 2016 für die ganze Welt überdeutlich sichtbar. In Marseille liefern sich russische Hooligans und Anhänger der englischen Nationalmannschaft eine blutige Straßenschlacht.
Die Bilder der Gewaltorgie in der südfranzösischen Hafenstadt schrecken die Verantwortlichen in den Verbänden auf. Die Bilanz der Ausschreitungen? Schon vor Spielbeginn fallen in der Altstadt 200 russische Hooligans über 1000 englische Fans her. Auch im Stadion gehen russische und englische Anhänger aufeinander los. 31 Menschen werden verletzt, 4 davon schwer. Die Polizei hat zu Beginn nur 250 Beamte im Einsatz. Sie unterschätzt die Gewaltbereitschaft der russischen Hooligans. Also ich denke, es gibt zwei Punkte, in denen sie sich wesentlich unterscheiden. Dem einen ist, dass sie noch sehr viel stärker in Richtung im neonazistischen Spektrum sich bewegen, also wirklich extrem auch politisch rechts stehen. Und das zweite ist, dass sie in ihren Gewalthandlungen erheblich brutaler, hemmungsloser, enthemmter sind. Also die keine großen Grenzen kennen. Alexander Spregin hat die Reise der russischen Anhänger zur EM nach Frankreich organisiert. Der Vorsitzende des Fanverbandes wird nach den Krawallen des Landes verwiesen. In Moskau präsentiert er sich als Opfer. Spregin gilt als eine der dubiosesten Figuren der Szene. Der Ex-Dynamo Moskau-Hool pflegte über Jahre gute Kontakte zu Neonazis und auch zum Umfeld von Präsident Wladimir Putin. Er hatte sogar das Recht, bei Auswärtsspielen der russischen Nationalmannschaft die Karten zu verteilen und zu vergeben. Also er war derjenige, der die Karten dann an die Leute vergab, die bei Auswärtsspielen mit der russischen Fußballnationalmannschaft mitreisen konnten, und konnte dadurch natürlich genau seine Truppen da besonders bevorzugt mit bedienen. Das ist nach Marseille alles gekippt worden, er ist abgesetzt worden, er hat auch keinen Zugang mehr zu diesen Karten und ist von daher also dann im Prinzip stillgelegt worden. Spregin fällt beim Kreml in Ungnade, verliert seinen Chefposten beim Fanverband. Vor der WM im eigenen Land will die russische Regierung ein Exempel statuieren. Die Botschaft? Wer über die Stränge schlägt, wird kaltgestellt. Am Rande eines Kongresses des russischen Fußballverbandes wird Spregin sogar vor laufenden Kameras verhaftet. In einer Hoteltoilette. Als Vorwand für die medienwirksame Festnahme dienen Ermittlungen wegen einer Prügelei zwischen Spartak und ZSKA Moskau-Fans. Die letzten 10 Jahre hatte ich grünes Licht. Doch jetzt geht nichts mehr. Was ich auch tue, ich stoße auf großen Widerstand. Ich bin wie stigmatisiert. Ich bin für alle nur noch Mr. Böse. Mr. Zlo. Eingeschüchtert zieht sich Spregin in die Provinz zurück und widmet sich seit seinem Rauswurf vor allem der Landwirtschaft. Einst reines Hobby hilft die Gänsezucht dem Ex-Oberhooligan, heute seinen Statusverlust mehr schlecht als recht zu verdauen. Früher hatte ich immer was zu tun. Dann kam die Zäsur im September 2016. Seitdem werde ich nicht mehr gebraucht. Das ist schwierig. Ich versuche natürlich, die viele freie Zeit möglichst sinnvoll zu nutzen. Spregin war bei den Ausschreitungen in Marseille persönlich dabei. Meldungen, Putin habe damals seine Hooligans gezielt in die verhasste EU geschickt, bezeichnet er als Lügen. Wirklich totaler Unsinn, ganz im Gegenteil. Zu Hause hat man uns scharf kritisiert. Unser Benehmen war für die russische Regierung absolut nicht von Vorteil. Warum? Die weltpolitische Lage ist seit geraumer Zeit schwierig. Das Verhältnis zu Europa belastet. Wenn sich unsere Fans so aufführen, bringen sie die Regierung in Erklärungsnot. Das ist nicht vorteilhaft. Spregin und seine Hooligans.
Schläger von Putins Gnaden oder nicht? Die Antwort darauf kann wohl kaum einer besser geben als Dmitri Oreschkin, Schriftsteller, Publizist und regierungskritischer Politologe. Er vermutet, dass die Huls sehr wohl gesteuert werden, aber nicht von der Regierung direkt. Ich glaube auch nicht, dass diese Eskalation dem Kreml gefallen hat. Viel eher könnten irgendwelche Geheimdienstler dahinter stecken. Generäle oder Obristen. Sie können so zeigen, wer in Europa der Chef ist. Dass man vor den Russen Angst haben muss. Und junge Schläger sammeln bei solchen Aktionen Erfahrung. Danach kann man sie zu Hause gegen wen auch immer einsetzen. Geheim. Anstatt der Polizei. Und schon kann keiner mehr von Polizeiwillkür sprechen. Sollte es Absprachen zwischen den russischen Geheimdiensten und Hooligans geben, laufen die naturgemäß im Verborgenen ab. Einfacher ist es, Verflechtungen ultrarechter Hools wie Sprigin mit Parlamentariern nachzuweisen. Sprigin ist immer noch Assistent des Vize-Duma-Vorsitzenden Igor Lebedev. Der Rechtspopulist ist auch hoher Fußballfunktionär. Sein Marseille-Tweet hat international Wellen geschlagen. Ich kann an den Fanprügeleien nichts Schlimmes finden. Im Gegenteil. Gut gemacht. Weiter so. Jemand, der öffentlich Hooligans noch auffordert und sagt, sie verteidigen die Ehre Russlands, wenn sie englische Hooligans in Marseille verprügeln, dann muss ich in der Tat sagen, der hat weder in der Politik noch im Fußball in irgendeiner Weise etwas zu suchen. Und dass der da weiter ist, spricht ja eher dafür, dass es offensichtlich auch in diesen, sowohl im Verband als auch in der politischen Institution, sehr viele Menschen gibt, die das gleiche Geisteskind sind. Rechtspopulist Igor Lebedev arbeitet mit seinem Assistenten Alexander Sprigin an dessen Rehabilitierung. Nach der Weltmeisterschaft sollte es klappen. Alle sind doch schon bestraft worden. Manche sind aus Frankreich rausgeflogen, andere waren im französischen Gefängnis. Jetzt sind sie wieder auf freiem Fuß. Ich denke, wir sollten es jetzt dabei bewenden lassen. Für Putin, für den russischen Fußballverband ist eines wichtig, dass die Weltmeisterschaft 2018 ohne solche Szenarien wie in Marseille über die Bühne gehen, um deutlich zu machen, wir haben das im Griff. Und von da haben sie alles getan, um genau das zu verhindern. Das heißt aber nicht, dass sie in ihrer Gesinnung unbedingt jetzt auch so die Saubermänner sind, sondern wir müssen jetzt der Welt einfach mal vorzeigen, dass wir diese Dinge im Griff haben, dass es bei uns diese Dinge nicht gibt. Was dann hinterher passiert im normalen Fußballalltag, das muss man dann erst noch mal sehen. Wegen der repressiven WM-Politik des Kremls verlegt der harte Kern der russischen Hooligans seine Aktivitäten verstärkt ins Ausland, wo der Kreml keinen Zugriff hat. Wie eben im spanischen Bilbao. Die Krawalle dort zwischen linken Athletik und rechten Spartak-Moskau-Hools werden jedoch im Westen und Russland konträr bewertet. Die Moderatoren der populären Moskauer Sportsendung Fanzona betrachten die Spartak-Anhänger als Opfer. Die Ereignisse in Bilbao haben spanische Anarchisten provoziert. Sie haben einfach behauptet, dass Spartak-Fans Faschisten sind. Sie haben ein Feindbild geschaffen und es in der Presse aufgebauscht. Dann haben sie die Unruhen begonnen, bei denen ein Polizist gestorben ist. Wir haben heute einen Studiogast, der in Bilbao dabei war. Oleg Semjenow hat die Ausschreitungen in Spanien miterlebt. Der Spartak-Anhänger und das Moderatorenteam stellen die russischen Hooligans als Opfer dar. Das kommt bei vielen Zuschauern gut an. Der Tenor: Russische Fans würden oft im Ausland in die Enge getrieben und müssten sich dann verteidigen. Fanzona liegt damit voll auf Kreml-Linie. Auch dort stellt man Russland mit Vorliebe als Opfer westlicher Aggression dar. Studiogast und Jurist Oleg Semjenow
nutzt die Ereignisse in Bilbao zum großen Rundumschlag. Die Unruhen in Bilbao konnten nur mit politischer Unterstützung angezettelt werden. Eine geplante Aktion? Klar. Das zeigt auch, wie gleich wieder andere Länder gegen uns waren. Italien, Deutschland und das gute alte England. Gelenkte Verschwörungstheorie? Kremlnahe Medien reden von einem Hybridkrieg des Westens gegen Russland. Man versucht uns politisch, wirtschaftlich und auch im Sport unter Druck zu setzen. Zum Beispiel mit Hilfe von Fanausschreitungen wie in Bilbao. Das Ganze soll die Weltmeisterschaft beschädigen. Man will erreichen, dass aus Angst möglichst wenig Fans nach Russland kommen. Spätestens seit der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim beschuldigen sich Moskau und der Westen gegenseitig, einen Hybridkrieg zu führen. Der Begriff steht dabei als Bezeichnung für einen umfassenden Konflikt, der nur nicht mit regulären Streitkräften ausgetragen wird. Zentrale Merkmale sind Propaganda, Desinformation, Geheimdienstoperationen und Cyberattacken. In dieser Moskauer Plattenbausiedlung wohnt ein Mann, der auch in Bilbao dabei war. Er gehört zu einer Spartak-Gang, einer sogenannten Firma. Ihr Name darf nicht genannt werden. Und auch sein Gesicht will der junge Mann, wir nennen ihn Sascha, aus Sicherheitsgründen nicht zeigen. Seine Freundin malt gerade einen historischen Kämpfer des spartanischen Heers. Ein Geschenk für einen Freund. Sascha vergleicht sich selbst gerne mit den alten Spartiaten. Ich bin kein Hooligan. Ich bin ein Krieger. In unseren Wurzeln liegt es, dass ein Mann vor allem Krieger und Jäger ist. Aber in unserer scheißtoleranten, verweichlichten Gesellschaft braucht keiner mehr Krieger. Als Mann kann man sich doch nur noch in Prügeleien beweisen. Zu seinem Bild von Männlichkeit gehört in Saschas Welt körperliche Stärke. Vorgelebt bekommt er diese Sichtweise auch vom Kreml-Chef. Putin lässt sich von den Staatsmedien regelmäßig als Macho in Szene setzen. Der Präsident bedient damit das Rollenverständnis der Mehrheit der Russen. Der Mann als starker Macher. Saschas Bühne für diese Rolle sind vor allem die Fußballstadien. Bilder aus Bulgarien. Sascha und andere Spartak-Moskau-Hooligans pflegen eine sogenannte Fanfreundschaft mit dem bulgarischen Club Lokomotive Plovdiv. Gemeinsam geht es gegen Hooligans aus Sofia. Solche Exzesse werden Tanzi genannt, auf Deutsch Tänze. Wie in Bilbao gilt für die Moskauer Hools auch hier. Randale ist momentan im Ausland einfacher zu haben als zu Hause. Für Sascha ist es wie eine zweite Familie. Ich hatte nie einen älteren Bruder. Im Kollektiv habe ich viele Brüder. Jeder kann irgendetwas besser als du. Man lernt viel. Wir sind wie eine Armee, in der du zeigst, was du drauf hast. Manche bezahlen dieses Kräftemessen mit ihrem Leben. Eduard Samischkin stirbt bei einer Auseinandersetzung zwischen den Hooligans zweier sibirischer Clubs auf offener Straße. Bilder des Vorfalls, gedreht mit einem Mobiltelefon. Samischkin werden Schädel und Genick gebrochen. Der 30-Jährige hinterlässt Frau und Kind. Diese Turniere, oder wie man diese Kämpfe nennt, verkommen zu reinen Prügelarien ohne Regeln. Das zeigt eine gefährliche Tendenz. Eine Tendenz der Verrohung und des allgemeinen Verfalls meiner Landsleute.
Einige Tage nach unserem ersten Besuch nimmt Spartak-Hooligan Sascha unser Team mit zu einem Kampf vor den Toren Moskaus. Der Hool-Nachwuchs zeigt dort, was er kann, um sich für eine der Gangs zu empfehlen. Sascha klagt über die lange Fahrt. Die Geheimdienste sind aktiv. Sie wollen nicht, dass wir uns in den Städten aufhalten, in denen WM-Spiele abgehalten werden. Sie drängen uns regelrecht ab. Deswegen müssen wir ausweichen und in Wälder fahren. Dieses Video zeigt, was uns erwartet. Spartak-Anhänger treten gegen Fans von ZSKA Moskau an. Die tragen weiße T-Shirts und sind diesmal klar überlegen. Regelmäßig finden im Umland von Moskau solche Schlägereien statt. Wenn die sich im Wald verabreden, gibt es ganz klare Regeln, die eingehalten werden. Wenn also einer am Boden liegt und sich nicht mehr bewegt, dann wird da auch nicht mehr reingetreten und gar nichts. Das hat also, da geht es darum zu sehen, wenn alle unten liegen, ist der Kampf vorbei. Da wird einfach Macht ausgelebt, die eigene Erfüllung über Gewalterfahrungen ausgelebt. Und das wird gesucht und wird auch intensivst erfahren und ausgelebt. Ein Industriegebiet bei Serpuchow, rund 100 Kilometer südlich von Moskau. Offenbar weit genug weg von den Hauptstadtpolizisten. Saschas Jungs von Spartak und einige ZSKA-Hooligans werden sich hier zum, wie sie es nennen, Tanzen treffen. Wir werden jetzt sehen, was die Jungs drauf haben. Und dann werden die Videoaufnahmen ausgewertet. Es gilt zu klären, wer wie schlägt, ob falsch geklammert wird und so weiter. Fertig machen zum Tanz. Der Hool-Nachwuchs nimmt die Sache ernst. Immer das Ziel vor Augen? Die Mitgliedschaft in einer der berüchtigten Hool-Gruppen. Es kommt nicht nur darauf an, wie sie zuschlagen. Wichtig ist auch ihre Mentalität. Und dass sie keine Idioten sind. Deppen braucht keiner. Eigentlich könnte es jetzt losgehen. Die ZSKA-Hooligans sind bereit. Nur von ihren Gegnern fehlt noch jede Spur. Anstelle der Spartak-Anhänger tauchen plötzlich Polizisten auf. Da kommen die Bullen, sagt einer der Hooligans. Scheiße, die Bullen sind da. Haben Spitzel unter den Hools die Beamten über den Kampf informiert? Um nicht selbst ins Fadenkreuz zu geraten? Der Druck der Sicherheitskräfte auf die Hooligans nimmt zu. Guten Tag, Polizei. Was läuft hier? Ihre Papiere bitte. Ja nun, denen wird klar signalisiert, dass man sie im Visier hat und dass ihnen genau gesagt wird, wenn sie aus der Deckung kommen, was mit ihnen passiert, dass man kompromisslos mit ihnen umschwingen wird. Es gibt ja auch in Deutschland die Methode, dass man sogenannte Gefährdungsansprachen macht, also denen sagt genau, Leute, wir haben euch jetzt im Blick, wir wissen genau, was ihr vorhabt und überlegt euch das zweimal, ob ihr was macht. Wir haben euch jetzt unter der Kontrolle, wir beobachten euch und dann wissen die genau, wenn was passiert oder wenn sie was machen, dass sie dann Gefahr laufen, auch entsprechend Strafen zu bekommen. Und ich denke, in Russland wird die Strafe dann um ein Vielfaches brutaler und hemmungsloser ausfallen als bei uns, wo es noch mit rechtsstaatlichen Prinzipien dann das staatliche Gewaltmonopol durchgesetzt wird. Hooligans oder andere ultrarechte Schläger betrachtet Moskau inzwischen als Gefahr fürs Image. Neben repressiven Maßnahmen setzt der Kreml zumindest jetzt auch auf Dialog. Das Motto auf dieser Antirassismus-Konferenz?
Gewaltprävention durch Kommunikation. Alle großen Vereine haben Vertreter entsandt. Wir wollen uns wieder absolut sicher fühlen können. Dazu müssen der russische Fußballverband und der Staat strukturiert und ernsthaft gegen Rassismus und Diskriminierung kämpfen. Wir haben es mit einem wirklich großen Problem zu tun. Unabhängig erhobene Zahlen zeigen immerhin eine Besserung. Im Jahr 2000 sterben in Russland noch 49 Menschen durch rassistische Übergriffe, 419 werden verletzt. 2010 sind es 44 Tote und 421 Verletzte, 2015 12 Tote und 96 Verletzte. 2017 sind 6 Menschen bei fremdenfeindlichen Übergriffen getötet und 65 verletzt worden. Die Zahl fremdenfeindlicher Gewalttaten ist also insgesamt rückläufig. Ein Erfolg. Doch gerade in den Stadien ist Rassismus noch immer weit verbreitet. Besonders wichtig ist es, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Sie können, wenn sie in einer Gruppe auftreten, gefährlich werden. Einzeln sind sie alle nett. Man muss etwas gegen die Fans im Rudel tun. Man muss ihnen Toleranz beibringen. Manche Fans sind wirklich gefährlich. Doch Toleranz aufzubauen dauert Jahre. Und die WM ist nah. Deshalb setzt der Sicherheitsapparat vorerst weiter, vor allem auf Druck. Wegen der hohen Polizeipräsenz haben sich Moskauer Hooligans etwas einfallen lassen. Sie veranstalten sogenannte russische Spiele. Für Hool-Veteran Vadim Sidorov sind die traditionellen Kämpfe eine gute Alternative zu den herkömmlichen Prügeltreffen. Unsere Jungs sind absolut fit. Sie haben aber mehr Kraft als Kondition. Deswegen brauchen sie so manche Pause. Dieser Kampf heißt Wand gegen Wand. Zwei Teams versuchen, sich gegenseitig aus dem Feld zu drängen. Vielleicht nicht ganz so aufregend wie eine echte Prügelei, aber besser als Ärger mit der Polizei. Und noch ein legales Spielfeld für Hooligans. MMA, Mixed Martial Arts. Bei diesen Sportwettkämpfen treten nur die besten Männer gegeneinander an. Der Spartak-Vertreter in Schwarz lässt seinem ZSKA-Kontrahenten keine Chance. Die Tätowierung auf der Schulter zeigt, dass er zur Hooligan-Firma Skola gehört, einer der größten des Landes. Am Ende geht es, wie auch bei den Prügeleien rund um die Stadien, immer um Sieg, Ehre, Gemeinschaft und Vaterland. Moskau, Stadtzentrum. Spartak-Anhänger Vadim Sidorov fährt in die Provinz. Seine Mannschaft tritt im Pokal-Viertelfinale gegen Samara an. Sidorov gehört zur sogenannten Old School. Ihr Motto: Bier, Party, nackte Fäuste. Althools wie Sidorov sind in der Szene Respektspersonen. Wenn dich einer fragt, was du für einen Rang hast, kannst du, ehrlich gesagt, gar nicht antworten. Denn deinen Rang bestimmen nur deine Freunde. Sidorov ist Gründungsmitglied der legendären Flint's Crew, eine der ältesten russischen Hooligan-Gruppen. Die junge Generation sei viel straffer organisiert als früher, sagt er. Es reicht nicht mehr, dass dich alle kennen und mögen. Heute sind die Gruppen streng hierarchisch gegliedert. In einer Firma sind meist etwa 20 Mann.
Sie alle folgen einer festgelegten Linie und jeder hat seine Aufgabe. Es geht rund 1000 Kilometer nach Südosten. Sidorows Jungs sind schon vorausgefahren. Es sind kaum Fans im Zug. Trotzdem kontrolliert die Polizei jeden einzelnen Fahrgast. Freundlich, aber bestimmt. Guten Tag, Polizei. Dürfen wir bitte Ihre Papiere sehen? Ich bin Ausländer. Und das spielt keine Rolle. Ihre Papiere bitte. Sidorow lassen die Beamten kalt. Die Polizisten wollen nur sehen, welche Fans anreisen. Wenn du nichts zu verbergen hast, passiert dir nichts. Die Kontrollen sind nur eine Sicherheitsmaßnahme. Samara liegt an der Wolga, ist WM-Spielort. Im Zentrum trifft Sidorow alte Bekannte. Ich grüße euch. Willkommen. Vor dem Spiel kommen in der Kultkneipe Dno, auf Deutsch Boden, Spartak und Samara-Anhänger zusammen. Sie haben sich viel zu erzählen über ihre jüngsten Erfahrungen mit den Sicherheitskräften. Kürzlich haben diese Samara-Fans ihren Kontrahenten aus Kasan offenbar Prügel nur angedroht und sind trotzdem gleich im Gefängnis gelandet. Wir haben in Kasan nur ein wenig rumgeflucht. Dafür haben wir zwischen 5 und 12 Tagen Haft bekommen. Auch eine Erfahrung. Vor der Fankneipe tauchen die ersten Polizeifahrzeuge auf. Die Botschaft: macht keine Dummheiten. Schaut, es werden immer mehr. Wenn die Polizei schon aggressiv drauf wäre, würde sie hier reinstürmen und es ginge ab. Die Polizisten scheinen heute auf uns zu reagieren. Solange wir friedlich sind, sind sie es wohl auch. Plötzlich kippt die Stimmung. Der Fußballverband RFS hat das Spiel wegen Kälte kurzfristig abgesagt. RFS, ihr seid schwule Säcke! Minus 15 Grad. Zu kalt für eine Profipartie. Die Mistsäcke vom RFS schalten ihr lahmes Hirn an und es kommt so ein Dreck raus. Uns ist es verdammt nochmal nicht kalt, aber die Funktionäre frieren, oder was? Hört auf zu drehen, sagt dieser Spartak-Fan. Die Stimmung wird aggressiv. Moskauer Hools schießen mit Feuerwerkskörpern auf ein Einsatzfahrzeug. Die Sprechchöre richten sich aber nicht gegen die Polizei, sondern wie so oft gegen den verfeindeten Moskauer Club ZSKA. Die Polizei setzt auf eine Doppelstrategie aus martialischem Auftritt und Dialogbereitschaft. Der Plan geht auf. Es bleibt friedlich. Ob diese Strategie auch beim Derby in Moskau funktioniert? Spartak gegen ZSKA. Wenn die beiden verfeindeten Hauptstadtclubs gegeneinander antreten, bedeutet das höchste Alarmbereitschaft für die Polizei. OMON-Spezialeinheiten überall. Die Sicherheitsmaßnahmen beim Derby gleichen einer Generalprobe für die bevorstehende Weltmeisterschaft. Wer zu viel Intus hat, kommt mit aufs Revier.
Proteste? Zwecklos. Vor allem Pyrotechnik sowie jegliche Art von Waffen werden konfisziert. Ins Stadion dürfen solche Dinge auf gar keinen Fall mitgenommen werden. Spezialeinheiten und Bereitschaftspolizisten arbeiten eng zusammen. Direkt neben der Spartak-Arena haben die Sicherheitskräfte ein mobiles Einsatzzentrum errichtet. Hier wird das Zusammenspiel der verschiedenen Einheiten koordiniert. Wenn es irgendwo Probleme gibt, blinkt der Tatort auf dem Bildschirm. Der Einsatzleiter organisiert dann Verstärkung. Die Sicherheitsmaßnahmen werden für die WM noch einmal etwas erhöht. Mehr Männer und größere Korridore für die Besucher nach dem Spiel. Aber im Endeffekt sind das Kleinigkeiten. Wir sind immer auf alles vorbereitet. Die Fans wissen das. Auch die Hooligans machen sich schon mal warm für die WM. Mittendrin Fanlegende Sidorov. Ihm gefällt das Banner der Spartak-Fans. Die ZSKA-Spieler werden darauf als lahme Gäule verspottet. Gewalt im Stadion werde es heute aber nicht geben, verspricht Sidorov. Wenn man sich prügeln will, macht man für draußen was aus. Nicht hier. Und draußen dürfen keine Steine und keine Flaschen fliegen. Und das Stadtzentrum werden wir auch meiden. Dann aber lassen es die Spartak-Hooligans doch im Stadion krachen. Befeuert von der Führung ihrer Mannschaft. Bengalos, Masken, aggressive Sprechchöre. Das Spiel muss unterbrochen werden. Die Sicherheitsmaßnahmen der Einsatzkräfte offenbaren trotz strenger Kontrollen noch Lücken. Spartak und ZSKA-Anhänger hält nur der Trennzaun von ernsthaften Übergriffen ab. 3:0 steht es am Ende für Spartak. Vadim Sidorov ist natürlich hoch zufrieden. Wir hassen ZSKA, skandieren die Spartak-Fans. In der U-Bahn gehen sie auf ZSKA-Hooligans los. Jetzt aber ist die Polizei zur Stelle. Während der Weltmeisterschaft wird es solche Ausschreitungen nicht geben. Das kann man mit Sicherheit sagen. Denn die Chefs dieser Subkultur sind bekannt. Und sie werden von den Behörden in die Mangel genommen. Die Hooligans wollen keinen Streit mit hohen Beamten. Ärger innerhalb der Szene ist ein Witz im Vergleich zu Problemen mit dem Staatsapparat. Und man sieht ja, wie die Hooligans flüchten, wenn die Polizei wirklich die Gummiknüppel rausholt. Russland und seine Hooligans. Kampfbereit, ultrarechts, gewalttätig, gut organisiert.